Der Ralf ist ein toller Tänzer. Stimmt das? Ja! Hat er sich gut geschlagen bis jetzt? Ja! Genau. Uns wurde gesagt, er ist auch ein toller Sänger. Stimmt das? Ja! Das prüfen wir. Nun kommt eine nächste Prüfung. Du musst singen. Und zwar... Wir helfen dir ein bisschen. Helfen wir ein bisschen. Und zwar, das ist genau das Lied, was wir in letzter Zeit geübt haben, als du nicht bei ihr warst. Ja, aber war er nämlich bei uns. War er bei uns. Deswegen nehmen wir das Gläschen wieder hoch und... Hoch die Hände, Wochenende! So, Hansel, wir sehen schon, der Ralf ist topfit. Ist der Ralf topfit? Ja! Jetzt prüfen wir, ob die Gäste auch topfit sind. Ja!
zum Arbeiten sollte er holen, wenn er kommt, gell? Jetzt bist du ein bisschen zu knapp davon gekommen. Und die Leute hier draußen haben ja auch nicht gehört, was du da drin gesagt hast. Und jetzt könntest du hier noch so in so kurzen Wörtern, so drei, vier Zeilen, nochmal uns allen erklären, sie weiß es ja, dein Heiratsantrag oder die Liebe versprechen ihr, was du möchtest, eins von beiden. Und natürlich die Flasche Schnaps, die wir vorher schon versprochen haben. Ja. Aber laut, dass die Leute es hören. Du darfst mal ein Beispiel geben. Aha, die Aufgabe nicht verstehen. Nein, ein Heiratsantrag. Ach so, ein Heiratsantrag. Ja, hier nochmal. Hier nochmal. Okay. Okay. Laut, sorry. Okay. Laut, dass die Leute es hören. Ey! Weil wir waren ja nicht dabei. Er geht in die Knie gerade. Ja. Evelyn, ehemalige Tipiella, willst du mich als deinen Mann nehmen und mich ehren und lieben und so weiter und so weiter? Und so weiter. Ja, ich will nochmal. Ja! Das ist Papa! Ja, genau, das ist eine Feuerfrage. Das ist Papa! Jetzt stellt sich die Frage, hat er dir wirklich einen Antrag gemacht? Weil das hat sich so ein bisschen bröckelig angehört. Das ist auch ein zweifaliger Flasche Schnaps. Wesele! 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 Wesele!
Wessele! Wessele! Wessele!